Hallo und herzlich willkommen zum Missionswerk Öxle. Ich bin Carsten Henn. Und ich bin Hagen Range. Ich bin überzeugter Weintrinker, was man an meiner gesunden Gesichtsfarbe erkennen kann. Ich bin überzeugter Biertrinker, was man an meinem gesunden Körper erkennen kann. Und da wir was dagegen tun müssen, werde ich in dieser Sendung Hagen versuchen, vom einzig Wahren zu überzeugen, nämlich dem Wein. Und dazu habe ich heute einen echten Knaller mitgebracht. Ein 2007er Batuta von Nieuport. Ein großer Portugiese. Große Portugiese. Wer kennt sie nicht? Eusebio, Luis Figo, Cristiano Ronaldo. Weil mein Batuta klingt auch, als würde er gleich über den linken Flügel kommen. Das sollte er tun, das sollte er tun. Das ist überhaupt ein Wein, der auch vom Etikett her sehr elegant ist. Denn das, was man hier drauf sieht, ist nicht einfach aufgelöst, sondern das sind tatsächlich Punkte. Das ist gelöchert auf der Flasche. Ja, sieht aus wie eine Rabattmarke, ehrlich gesagt. Dann wäre es eine ziemlich teure Rabattmarke. Der Wein liegt nämlich um die 60 Euro. Um die 60 Euro? Um die 60 Euro. Dann schalte ich doch noch mal kurz den Verstand ein, bevor wir den jetzt ins Glas gießen. Hallo, da bin ich wieder. Das ist bei dem Wein nötig. Der hat 20 Monate in französischen Barrique-Fässern gelegen, kommt von Schieferboden. Und es ist erst der 7. Jahrgang, in dem der Batuta produziert worden ist. Von der Familie Nieuport, eine Legende in Sachen Portwein. Die sind Mitte des 19. Jahrhunderts aus den Niederlanden nach Portugal gekommen und haben sich einen richtig, richtig guten Namen gemacht. Ja, wenn die doch Port... Nieuport. Ja, warum heißen die Nieuport, wenn sie eine Portlegende sind? Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Das muss man die Niederländer fragen. Komm, gieß mal ein von dem guten Traubensaft, dann wollen wir doch mal gucken. Also die Rebsorten sind Tinta, Rory, Touriga, Franca, Touriga Nacional. Das war die restliche Aufstellung der Portugiesen für das heutige Spiel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber dafür würde ich ja die Weltmeisterschaft gönnen. Ja. So, riechen wir nochmal. Da kommen direkt Gewürze aus dem Glas. Rauch haben wir dabei. Rauch, ja, aber ich rieche Brombeeren vor allen Dingen. Hm? Ja, das sind dunkle Beerenfrüchte, kann man schon sagen. Und Schokolade ist dabei. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich jetzt nicht. Zumindest keine Alpenmilch von Milka. Und eine gewisse Süße hat man auch in der Nase. Man erwartet jetzt eine richtige fette Schnecke, einen barocken Wein. Aber im Mund ist er unwahrscheinlich elegant, kommt durch den Schieferboden und eine ganz, ganz tolle Säure. Es wird also mehr auf Frische gesetzt als auf eine richtige weite Frucht. Man hat Lust auf den zweiten Schluck, trotz 14 Umdrehungen. Die schluckt er richtig super weg. Das kann ich so unterstreichen. Vom Geruch her ein dicker Walfisch, aber im Mund schlank wie ein Aal. Das Vino Magazin hat ihm 17,5 Punkte gegeben. Das ist eine richtige Ansage. Eine hohe Punktzahl kann ich nur voll unterstreichen. Wenn Sie mal einen großen portugiesischen Rotwein trinken möchten, und vor Jahren hat man es ja gar nicht für möglich gehalten, denn Portugal war ja eigentlich nur bekannt für Portweine, dann probieren Sie mal diesen Batuta. Das ist echt ein Hammer und er macht richtig, richtig Spaß im Glas. Also eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Hagen, dein abschließendes Urteil? Also auf einer nach oben offenen Portugiesen-Skala würde ich ihm 20 Sardinen geben, mindestens, und den Vasco da Gama-Gedächtnispreis. Eine große Ehre. Ja, und wenn ich jetzt entscheiden sollte, ob ich diesen Wein trinke oder das Bier, dann sehen Sie schon, mein Bier schalt schon ein bisschen ab. Es erblasst vor Neid vor diesem Wein, denn ich würde tatsächlich zum Wein greifen heute. Hurra! Hagen, zum Wohl und bis zum nächsten Mal bei Missionswerk Öxle.